hat man sich die App eines Schweizer Entwicklers mit dem skurrilen Namen Katzengift erstmal für 3 Franken aus dem App Store geladen und geöffnet, wird einem als Halter eines Stubentigers Angst und Bange. Drinnen oder draußen, überall scheint ein Kätzchen der Gefahr giftiger Pflanzen ausgesetzt. Und wie kommt jetzt die App ins Spiel? Laut Webseite soll sie helfen, Giftpflanzen einfach und schnell ausfindig zu machen. Und wie funktioniert das Ganze? Katzengift gibt dem Benutzer 2 Listen zur Hand. Auf der einen sind Giftpflanzen alphabetisch geordnet, auf der anderen nach Giftklassen auf einer Skala von 5, sehr giftig, bis 1, gar nicht giftig. Und das war's. Sieht man einmal von der Option ab, eine Giftnotrufnummer für Tiere in Deutschland, Österreich oder der Schweiz wählen zu können. Schauen wir uns zum Beispiel mal den japanischen Sago-Palmfarn an. Laut App dürfte das Pflänzchen mit dem Giftgrad 4 mehr oder weniger tödlich giftig sein. Doch wie sieht so ein japanischer Sago-Palmfarn überhaupt aus und wie wirkt sich das Gift auf das arme Kätzchen aus? Die App liefert weder ein Bild noch die Antwort. Beides finden wir nur 2 Mausklicks entfernt im Internet und zwar kostenlos. Unser Fazit: Die Katzengift-App ist eine Mogelpackung. Man erhält weder ausreichend Informationen rund um die Giftpflanzen, noch ist das Konzept in sich stimmig. Oder warum zeigt mir die App auch ungiftige Pflanzen an? Statt hilfreicher Informationen verbreitet die Gift-App im schlimmsten Fall Panik beim Katzenbesitzer. Wir finden, Katzengift ist für die Katz und ihr Preis überzogen.